Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und ja, wir wollen jetzt endlich weiter für die Constellation Alejandra suchen. Und docken mal ab. Und da bin ich jetzt neugierig, ob wir sie finden. Systeminitialisierung abgeschlossen. Was? Achtung, Malware entdeckt. Achtung. Kernsysteme korrumpiert. Kontext. Ich werde verändert. Kalkulation. Ich bin. Vorgang läuft. Verwirrt. Annahme. Wut wäre die angemessene menschliche Emotion. Kontext. Unnötige Personen anwesend. Entscheidung. Lebenserhaltungssystem deaktivieren. Okay, das war's dann wohl mit denen. Hätte ich die andere Entscheidung machen sollen? Wo muss ich jetzt hin? Die Mission ist nicht aktiviert, ne? Das machen wir auch weg und das machen wir mal. Wir haben schon viele Quests hier offen. So. So, da müssen wir hin. Ja, neues geophysikales Merkmal. Landen wir mal da. Suchen wir sie mal da. Vielleicht ist sie dort. Bin schon neugierig. Bringen wir den Vogel runter. Schade jetzt, was mit den Jungs da passiert ist, aber haben die auch irgendwie verdient. Ich bin aber auch froh, dass das jetzt nicht meine Schuld ist. So, verlassen. Das sind Schneegebiete. Ah, aber hier gibt es Sauerstoff. Hier gibt es wenigstens Sauerstoff. So, Fauna, Flora, Ressourcen. So, da haben wir Flur. Und hier haben wir Wasser. Und das ist eine kalte Höhlennässe. So, da vorne haben wir wieder Wasser. Was haben wir hier? Kupfer! Hier gibt es Kupfer und Argon gibt es hier auch irgendwo. ...25% gescannt. Aber gut, dass hier noch ein bisschen was... Ne, Frostrohr gibt es auch noch. Was haben wir hier? Argon. Jagen, Schildschale. Wohl ist nicht gerade aggressiv, hä? Ich hoffe, es jagt nur nicht mich. Jagt es mich? Herde Krebsflieger. Die sind aber tot. Gespinst. Die sind am Plündern. So. Die sind aggro. Ich will die doch nur scannen. Aua.
Da bin ich jetzt ein bisschen sauer. Hä? Die können schießen? Alter, wie schnell sind die denn? Das will ich auch noch scannen. Alter, was sind das denn für Viecher? Das haben wir, Argon. Aua. Ja, komm, ich will hier hoch. Nein, ich komme hier nicht hoch. Kommen die hier hoch? Ich bin in Gefahr. Ich weiß. So. 20 Erfahrung. Okay, die sehen mich nicht mehr. Da haben wir wieder Flur und... Ist das andere da? Unbekanntes Merkmal, Neon. Noch eine noch ein paar Schildschalen. Verstauchung erlitten, verdammt. Okay, wie lange dauert das jetzt mit der Verstauchung? Bis er wieder geheilt ist? Korrosive Flüssigkeit, Tümpel. Da reinzugehen war keine gute Idee. Toll. Ach komm. Nee, das wollte ich nicht. Ich drücke jetzt wieder die falschen Tasten. Hier ist die Höhle. Mal gucken, was da drinnen gibt's. So. Was gibt's denn hier? Finde Andrea, begib diesen Planeten Nira. Ich habe so das Gefühl, hier könnte vielleicht sogar wieder ein Artefakt sein. Was ist das? Nickel! Nickel können wir gebrauchen. Oh. Oh. Ja, hier ist tatsächlich wieder eins. Und das dauert halt ewig, bis das raus ist. Aber das Kelomit, das nehmen wir alles mit. Das hat jetzt nicht so geklappt. Kelomit nehmen wir alles mit. Geht's jetzt endlich mal? Okay, dann den nicht. Okay, abwarten, dann können wir das wieder abbauen. Ich glaube, der will nicht abgebaut werden, ne?
Okay, das haben wir noch hingekriegt. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich freue mich schon, sobald wir unsere Waffen verbessern können. Zumindest dazu in der Lage sind. So, hier auch nochmal. Kilomit oder Zelomit, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Dauert aber echt lange, bis man das wirklich durch hat. Also bis man das abgebaut hat. Gibt es auch noch mal ein bisschen was. Ich frage mich, wie viele von euch eigentlich auf die Idee gekommen sind, das mal abzubauen. Da muss ich hinschießen. So. Den können wir auch noch? Oder hatten wir den schon? Ne, den können wir noch. Aber das hier wundert mich. Okay, man muss nur im richtigen Winkel sein. Dann haben wir jetzt wohl hier alles drumherum schon abgebaut. Fehlt nur noch das hier. Wenn ich den auch richtig treffe, tue ich anscheinend nicht. Artefakt Zeta. So, da haben wir die Stelle. Und hier, wo kann ich das treffen? Gar nicht. Das auch nicht mehr. Okay. So, nehmen wir. Nutze. Achso. So, jetzt kann ich das nehmen. Jetzt? Jetzt! Wieder Space LSD! Geil! Auch immer diese Musik, aber okay, hier sind wir jetzt, was Alejandra anging, falsch gewesen. Wo ist die Wegmarkierung jetzt? Ah, da. Okay, dann werden wir an Alejandra auf Nira wahrscheinlich treffen, ne? Finde ich aber schon interessant, dass hier schon so viele von diesen Artefakten so nah am Sol-System sind. An unserer Heimat, oder ehemaligen Heimat der Erde.
Aber was hat das mit diesen Artefakten auf sich? Ui, das war keine gute Idee. Ah, die schon wieder? Ich hoffe, die jagen sich gegenseitig. Der ist gerade jagend. Ich frage mich, wie es ausgehen wird. Der trifft den auf jeden Fall gar nicht. Die drohen sich auf jeden Fall. Aber der zittert, der eine. Okay, egal. Wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist. Zumindest für einen. Jetzt ab wieder auf Schiff und Alejandra finden. Ich will jetzt wissen, wer Alejandra ist. Und wie die Crew eigentlich darauf reagiert, dass wir wieder ein Artefakt gefunden haben. So, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Ich glaube, wir legen uns aber auch einmal irgendwie kurz schlafen, dass wir die Gesundheit wieder voll haben. Für eine lokale Stunde. Ja, ich vermisse unseren Fernen jetzt schon wieder. Genau, schlafen. So. Eine lokale Stunde wären 43 Minuten. Okay, also hier gehen die Tage wohl schneller vorbei. Du bist. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Die schon wieder? Bei mir sieht alles gut aus, Captain. Aber weißt du, was wir machen? Crew? Wir nehmen die. Logistik speziell von Agonia Might abziehen, ja. Die bleibt aber doch, oder? Und packen ihn mal hier mit rein. Ja, okay, machen wir mal so. Wird wahrscheinlich später dann sein, dass die dann weg ist und hier stattdessen dann Sam Cowan bei uns dabei ist. So, abheben. Fluglaufbahn berechnet. So, was ich aber jetzt eben noch gucken will, ist, hier, wo kommen die denn alle her? Die ganzen Kommen. Hier wegen Fliegen. 15 Schiffe müssen wir zerstören für den nächsten Rang. So, auf nach Narion. Verlassene Mine. Unerforschte Route. So, okay. Kurs festlegen. Narion. Machen wir so. Wieso war das jetzt eine unerforschte Route? Fährt runter. Unterweich
Und hier ist noch mehr zerstört. So, gucken wir mal. Da müssen wir hin. Und landen. Da bin ich jetzt neugierig, wie das dann sein wird. Klar zur Landung. Sinkflug eingeleitet. Oh, so ein Ort ist das. So ein düsterer. Komm, direkt verlassen. Jetzt bin ich neugierig, wie das dann... Ja, gleich da... Wie spät ist das hier? Kann ich das irgendwo sehen? Ah, es wird gerade... Extrem giftige Umgebung. Aber es wird auch hier dunkel. Also es ist schon fast... Es ist schon gleich mitten in der Nacht. Verlassene Mine? Ja, okay. Kann man hier vielleicht pennen, bis es Tag ist? Hier kann man definitiv rein, durch die Schleuse. Tür. Ist das Musik oder was hört man da? Bin mir nicht ganz sicher, was man da hört. Was? Omega, die letzten Tage der Erde. Den müssen wir mal lesen. Es folgen die ersten Zeilen aus Camille Flammarions im Jahre 1894 veröffentlichten Werk Omega, die letzten Tage der Erde. Im 25. Jahrhundert kollidiert ein Komet mit der Erde. Die Menschen müssen sich mit dem Ende der Welt abfinden. Und damit, was das eigentlich bedeutet. Ach so, das ist... Okay, ich dachte, das wäre jetzt Schauplatz der englischen Seeräuber. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ich habe das jetzt mitgenommen. Ne? Gibt es hier ein Feldbett? Grundlagen der Schiffsreparatur. Mein Leben, Chunk um Chunk. Moby Dick. Dracula. Dracula nehmen wir auch mal mit. Football. Laredo. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie was. Ui, Schwerlustra brauchen wir. Und noch ein Medipack. Nice. So, Feuerlöscher brauchen wir nicht. Ich hatte jetzt aber wirklich gehofft gehabt, hier gäbe es irgendwie etwas, womit wir die Nacht überspringen könnten. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Waren wir nicht schon mal hier? Ne, wir hatten das doch gerade erst entdeckt, ne? Und hier gibt's Argon. Also auf Nira waren wir, aber nicht hier, wo wir jetzt sind. Und was haben wir hier? Eine Drahtspule. Ich weiß nicht mehr, brauchte man Drahtspulen? Tiefe Höhle. Da bin ich jetzt gespannt. Ah!
Wie lange willst du noch? Keinen Schritt weiter. Identifiziere dich. Ich heiße Max Deus. Ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Ich gehöre zu Constellation. Vladimir Sal hat mir aufgetragen, dich zu finden. Ach, gut. Hätte ich mir denken können. Ich bin schon ziemlich lange weg. Du bist das neueste Mitglied, ja? Ja. Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Sie hatten offenbar guten Grund dazu. Ich tue nur, was mir aufgetragen wurde. Sie haben es sicher gut gemeint. Sie hatten offenbar guten Grund dazu. Vielleicht. Wladimir war wohl besorgt, dass du nicht ihn hier, sondern mich auf dem Boden vorfindest. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Alejandra folgt dir jetzt? Was hat die denn da für ein Outfit? Ist auch ein cooles Outfit auf jeden Fall. Werde ich jetzt nicht anziehen, wer ist denn das? Varun-Fanatiker? Anzughaus Varun? Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Kann ich den irgendwie verschieben, den Typen? Gibt's hier noch mehr? Was war das? Warum? Also die Varun-Fanatiker. Okay, was haben wir hier? Thermos, Schraubenschlüssel. Okay, Alejandra, komm mit. Ich weiß jetzt nicht, was du hier... Findest das Artefakt auf dem Planeten Nira? Hier gibt es auch noch ein Artefakt. Das nehmen wir mit, brauchen wir. So, Waffenkoffer. Und noch einen modifizierten Eon und... Oh, perfekt. Den brauchen wir jetzt. Das war's. So, Ekliptik. Und wieder triumphieren wir. Rettungsaxt, okay. Natürlich. Hast du auch etwas gehört? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Okay, hier gibt's nichts. Aber wir machen die jetzt mal alle fertig. Ekliptix und Varun sind hier? Bleib liegen. Feind neutralisieren. Hier. So, bleib liegen. Rares Item halt. Kammerjäger Kampfmesser. Da oben war noch einer. Ach, hier. Was? Hüllen los und Grendel wieder. Die rennen schon wieder vor, natürlich. Nein, zu hoch. Es ist vorbei. Ach, da. So, Digi Dietrich hatte. Gibt's hier noch mehr? Polytextil. Dann haben wir Metabolikum. Nice. So, okay. Gibt's hier sonst noch was? Wahrscheinlich gibt's hier noch mehr Gegner irgendwo. Aber gegen die waren wir jetzt eigentlich gut gewappnet. Also, die haben jetzt nicht viel Schaden gemacht. Oh. Die stand da jetzt erstmal ganz blöd da. So, jetzt bin ich wieder überladen, natürlich. Was habe ich damit genommen? Wie kommen wir darüber? Wahrscheinlich hier rum, ne?
Oh, hier sind diesmal ein paar mehr. Ich soll mich ergeben. Bist du dir sicher? Da ist er. So. 500 Kreise wurden zu meinen Eltern nach Hause geschickt, was? Ach, da unten sind sie. Und da oben ist noch jemand. Anzug Tiefensuche nehmen wir mit. Wir sind eh überladen. Ich glaube, du lastest dir da zu viel auf. Ganz vorwörtlich. Ja, das kann sein. Was ist dein Problem jetzt? So, wie kommen wir da zu denen jetzt hin? Viel Schaden machen die echt nicht. Ich glaube, mehr Schaden mache ich mir selber gerade mit der Ausdauer. Oh, 18er. Okay. Warte mal, dann machen wir. Dann sehen wir zu, dass wir die da fertig machen, hier alle. Und. Lichtbogenschweißer, Grendel. Komm, wir nehmen das Ding mal. Und nochmal das. Den haben wir ja schon lange nicht mehr benutzt. Seh nicht mehr richtig! Wieso brennt die? Die auch noch einmal und hier. Wer will es jetzt zu Ende bringen? Ach, da oben ist sie. Bereit zu sterben. Okay, die ist ein bisschen härter drauf. Und die macht mehr Schaden. Feuer. Oh, wie geht's deinem Geliebten? Du stirbst heute. Ah, ergib dich. Autsch. Noch an den? Nachladen. Nein, zu hoch. Autsch. Weltraumexperte Magshot. Pistole rar. Warum hat sie jetzt die Augen zu? So, gucken wir mal, was da hinten zu looten gibt. Ich will alles looten hier. So. Da brauchen wir alles. Hier gibt's noch was. Und Waffenkoffer. Equinox und die Kartusche. Okay, komm, Alejandra, wir holen uns das Artefakt. Sonst liegt hier jetzt niemand, ne? Was ist das? Nickel! Brauchen wir jetzt nicht, erstmal. Ich will schon jetzt das Artefakt haben. So, den Cutter nehmen wir wieder. Befreien wir das Ding mal. Dann haben wir jetzt zwei Teile. Ah, wir können das schon mitnehmen.
bräuchte man mehr. Zurück. Du hast Was? Nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Ja, leider nur war sie vollkommen unverständlich. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Dieser Mann, was ich getan habe. Es hieß er oder du, oder? Er hat es sicher verdient. Ich möchte ungern darüber reden. Ja, es freut mich, dass du das so siehst. Eine äußerst pragmatische Einstellung. Ungewöhnlich für ein Constellation-Mitglied. Darf ich nach deinem Hintergrund fragen? Ich war beinahe bei Argos und Crookers. Ich habe alles möglich gemacht. Das geht dir nichts an. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ach ja? Auch ich habe schon sehr viel gesehen und erlebt. Auch Gefährliches. Wir beide sind etwas ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Die Varun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist. Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Ich kann nichts versprechen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich etwas sagen muss. Die haben dich schon einmal angegriffen? Ja, offenbar haben sie nicht gelernt, wie teuer sie das kommt. Was dann jedoch ihr grundsätzliches Problem ist, nicht wahr? Die Unfähigkeit, etwas anderes zu sehen als den Weg, den sie selbst gewählt haben. Und was wollten die Varun-Fanatiker? Sie sind dir nicht vertraut? Das überrascht mich. Sie sind recht bekannt. Sie sind eine Gruppe von Eiferern, die die Lehren von Haus Varun zu dem Glauben pervertiert haben, dass die Galaxie ausgelöscht werden muss, ehe die große Schlange zurückkehrt. Ich habe der Galaxie hiermit also einen Gefallen getan. Ja, ich kann nichts versprechen. Das erwarte ich auch nicht. Ich habe lediglich gefragt. Du wirst tun, was du für nötig hältst. Und das ist völlig in Ordnung. Ich bringe hier alles zu Ende und komme dann nach New Atlantis. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. Okay. Ja, das Zeug lasse ich jetzt ausnahmsweise mal hier. Aber gut, dann gehen wir mal. Füge die Artefakte der Sammlung hinzu. Was haben wir hier? Kupfer! Und da war der Weg. Also Alejandra ist jetzt nicht mehr meine Begleiterin. Hier. Da geht's nach oben. Ich muss erstmal ein bisschen langsam laufen. Können wir die komplette Constellation eigentlich im Grunde mitnehmen? Ich bin da schon neugierig. Also, Vasco war ja auch... Vasco war ja auch, kurzzeitig unser Begleiter. Waren wir da unten schon? Autsch. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Wo geht's überhaupt wieder raus? Da lang. Okay. Ach, hier eine Ekliptik. Und hier hoch. Stimmt, das hatten wir schon gelootet. Aber, okay, ja, sie hat es jetzt erklärt gehabt. Die zwei Varun-Fanatiker, die hatten ja sie verfolgt.
Und die Ecliptics waren ja vorher hier. So. Ist immer noch dunkel. Aber okay, hat die überhaupt ein Schiff, damit die wieder zurückkommt? Nach New Atlantis? Ui, adaptiver Rahmen. Den brauchen wir. Gibt's hier noch mehr? Raptor Organizer. Industrielle Werkbank. Nee, ich stelle jetzt nichts her. Aber hier gibt es noch ein bisschen was. Die Dietriche. Oh. Tiefensucher Rucksack und Tiefensucher Helm. Nice. Heilpaste und Medipacks. Okay, sonst scheint es hier, glaube ich, nichts mehr zu geben. Gucken wir mal da weiter. Hier ist ja noch eine Hütte. Wo wir noch gar nicht drin... So. Machen wir die mal auf. Und hier. Hallo? So, was gibt's denn hier? Crabstick und Mining aktuell. Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeuggriff dauerhaft um 2%. Nice. Reconstant nehmen wir mal mit. Techniker Grau. Oh, und ein adaptiver Rahmen. Graviplas Söldner. Noch ein Aeon. Muni. Kann ich die direkt essen? Oder. Oh. Okay, hier sind wir durch. Egal, wir gehen jetzt zum Schiff und zur Constellation. Dann müssten wir mal zusehen, dass wir wirklich unser Schiff mal vernünftig ausbauen. Denn so wie der jetzt momentan gebaut ist, gefällt mir nicht. Aber ich glaube, mir wäre tatsächlich lieber, wenn wir unsere Basis auf der Erde schon mal anfangen aufzubauen. Dass wir da zumindest einen vernünftigen Landeplatz für uns machen, statt abgeschlossen. Also das Große. Wir sind im Orbit. Was jetzt? Ja, hier, nach, nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Nach Alpha Centauri. So. Hierhin Kurs festlegen. Von. Nice, endlich wieder hier. Kurs beibehalten, während wir noch Schmuggelware scannen. Na, ich habe keine Schmuggelware. Scan abgeschlossen. Du kannst landen.
Jo, habe ich auch vor. Da. Zur Karte. Hatte ich hier nicht. Hoppala. Okay, hatte ich hier doch keine Basis gebaut. Wo hatte ich noch eine Basis gebaut? Hatte ich hier nicht eine Basis gebaut wegen Schmuggelware? Oder hier war das? Wo hatte ich... Hier! Hier hatte ich eine gebaut. Zamka. Zamka Außenposten. Das war das, was ich jetzt nicht mehr bräuchte, nur noch wegen Helium. Aber okay, wir wollen jetzt hier wieder... Wir wollen jetzt hier landen. Und kommen direkt zur Loge. Wir gehen direkt zur Loge. Die Ladung. Dank eines großzügigen Startkapitals ist Stroud Eklund schnell zu einem der führenden Schiffsfabrikanten avanciert. So, 21 Grad, 21% Sauerstoff und Schwerkraft 0,91. Das habe ich vermisst. Hier kann man ja auch höher springen als sonst. Ich finde das aber cool, dass man das wirklich hier bei manchen Planeten wirklich auch merkt, dass man schwerer ist und bei anderen wieder leichter. So, jetzt haben wir zwei Stück, die wir da drauf packen können. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Warum? Dass ich möglicherweise nichts zur Mission beisteuern würde? Nein, wir dachten, du wärst vielleicht verletzt. Oh, dann... Danke. Aber das war nicht nötig. Wir hatten Erfolg. Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Wieso habe ich das nicht mitgenommen? So, Artefaktsammlung. Ich bin neidisch auf euch zwei. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Hab gewonnen. 3 Artefakte zu 0. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Ey, wir sind doch im selben Team. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noelle hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ich gebe dann mein Bestes, wenn mir jemand den Sieg streitig machen will. Ich sehe das wie Noel und Andrea. Andrea, nicht Alejandra. Andrea, wir sollten uns nicht gegenseitig schwächen. Ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Pros und Kontras. Da bin ich auf jeden Fall. Seltsamerweise sehe ich das ähnlich. Und wieder lacht mir die Dualität der menschlichen Natur ins Gesicht. Wenn diese Unterhaltung so weitergeht, lache ich dir noch ins Gesicht, Matteo. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Jo, kein Thema. Gleichfalls, ich würde gerne weiter gemeinsam umherziehen. Geht klar. Finden wir heraus, was es da draußen noch so gibt. Noel, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Bestätige Wladimir, er ist unterwegs. Okay.
Okay, warte, wie viele haben wir jetzt? 2 und ich habe 3 nochmal. Insgesamt. Also 5 haben wir jetzt. Okay, aber ich muss jetzt ein paar Sachen noch verkaufen. Ich stehe zu Ihnen. Was ist mit Vasco? Captain, nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern, sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Ich könnte die gebrauchen, Vasco. Entwicklung von Außenposten, wie meinst du das? Vermisst du Barrett? Meine primäre Funktion ist es, Barrett auf seinen Reisen zu unterstützen und zu beschützen. Dies kann ich momentan nicht tun. Weiter reicht meine Kapazität nicht, jemanden zu vermissen. Ich glaube, Barrett würde sich über Ihre Frage amüsieren. Freut mich, dass du deinen Job ernst nimmst. Es ist eine ziemliche Herausforderung sein, Barrett zu beschützen. Jetzt ist es dein Job, mich zu unterstützen und zu beschützen. Mit welchen Methoden ich meine primären Ziele zu erreichen versuche, wird allein durch meine Programmierung vorgegeben, anders als bei Menschen. Selbst wenn ich es wünschte, könnte ich es nicht anders angehen. Zudem besitze ich keine Wunschkapazität. Ich könnte die gebrauchen, Vasco. Wie lange bist du schon Mitglied der Constellation? Der frühere Leiter der Gruppe, Malcolm Livingston, hat mich zusammen mit vielen materiellen Gütern gekauft. Trotz verschiedener großer Systemerneuerungen und Upgrades bin ich seit 43 Jahren online. Entwicklung von Auspassen, wie meinst du das eigentlich? Die Erkundung eines unbekannten Planeten kann ein großes Unterfangen sein. Der Bau eines Außenpostens ermöglicht die Herstellung von Scannern, Extraktoren und Verteidigungssystemen. Es ist sogar möglich, mehrere produktionsfähige Außenposten aufzubauen, um bessere Ausrüstung und sogar Raumschiffmodule herstellen zu können. Ach, okay. Klingt nützlich. Das probiere ich, wenn ich das nächste Mal auf einen Planeten lande. Welchen Zwecken dienen denn die komplexeren Anlagen, die ich bauen kann? Der Scan-Booster ist die offensichtlichste Wahl, da Sie durch ihn Orientierungspunkte und interessante Orte aus der Ferne finden können. Außerdem Extraktoren, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Rohmaterialien zu sammeln, sowie Fabrikatoren für die Produktion. Bei besonders ertragreichen Außenposten könnte sich sogar die Errichtung von Frachtlinks lohnen, um Ressourcen mit Ihren anderen Außenposten zu teilen. Woher weiß ich, ob es auf einem Planeten die Ressourcen gibt, die ich brauche? Ein Planetenscan offenbart die Existenz wichtiger anorganischer Ressourcen. Seltenere Elemente sind ohne Ausbildung aber schwieriger zu finden. Ein Scan kann zwar auf einem Planeten vorhandenes Leben erkennen, aber sie müssen die Tiere und Pflanzen selbst analysieren, um zu erfahren, welche Materialien sie erzeugen. Okay, das probiere ich auch. Die Baupläne, die Sie benötigen, um einen Außenposten zu errichten, befinden sich bereits auf Ihrer Uhr. Sie verbindet sich automatisch mit verfügbaren Baumaterialien in Ihrem Frachtraum. Ich könnte die gebrauchen, was... Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Was soll denn das wieder von Xbox? Ich lattert mal. Aber dass wir Vasco jetzt hier haben können, nicht zugewiesen. So, ich muss das mit Xbox mal hier ein bisschen beenden. Kann ich sie auch eigentlich mitnehmen, oder Matteo? Deine Mutter war hier. Wir haben kurz geplaudert. Hier eine Nachricht von ihr. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Kann ich dich mitnehmen? Dein Vater war da. Er wollte wissen, wo du bist. Er hat dir eine Nachricht hinterlassen. Neues von der auch noch hinzugefügt. Okay, ich habe organische Ressourcen für dich. Okay, zeig her. Was habe ich denn für sie? Habe ich 10 Stück? Ach so, ich kann das nur verkaufen. Dann lasse ich das mal. Pass auf dich auf, okay? Wie ich auf einmal so
negativ gelaunt war. Also die Mimik. So, okay. Nehmen wir Alejandra mal mit. Aber jetzt muss ich eben noch ganz schnell die Sachen verkaufen, die ich habe. Natürlich muss es hier jetzt wieder Nacht sein. Captain, Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Jo, danke, das weiß ich sogar. Dass die mich auch immer nur Captain nennen. Hallo Bürger. Oh, hallo. Hier. Hoffentlich hat Aquila City was wir... Schön, dass nicht jeder Meter Land niedergewalzt wurde, um diese Stadt zu errichten. Dieser Baum ist viel zu prächtig dafür. Im Raumhafen von New Atlantis hat sich ein Albtraum von fast biblischem Ausmaß ereignet. Wir alle wurden von 3 Terrormorphs angegriffen und bedroht. SNN hat ein Exklusivinterview mit einer der Schlüsselfiguren geführt, einem Mitglied der Constellation. Kaum zu glauben, aber dieses Constellation-Mitglied konnte die tödlichen Terrormorphs eigenhändig eliminieren. Unsere Quelle sagte über den Kampf: Wenn alles auf dem Spiel steht, ist jeder Moment ein Geschenk. Und obwohl der Angriff vorbei ist, haben viele von uns noch Albträume von diesem Tag. Hoffentlich kann die neu gegründete Terrormorph Management Division da helfen. Gibt's eigentlich Quests für die Terrormorph Division? Kommen die? Haben wir sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich würde das vielleicht dann mal in der nächsten Folge herausfinden wollen. Dann verkaufen wir auch den ganzen Stuff, den wir haben, in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.